Fantastic. Hallo euch und willkommen zurück zu einer neuen Runde Clash Royale. Und wir werden heute mal ein fettes Truhen-Opening, Chest-Opening machen. Ihr seht schon, es sind ein paar Truhen da. Ja, was heißt fett? Aber wir werden erstmal die Kronentruhe vollständig machen und uns dann die letzte Silbertruhe noch gemmen. Dann haben wir alles voll. Die Riesentruhe wartet auch schon. Und ich würde sagen, wir machen aber erstmal die Kronentruhe komplett. Und zwar, indem wir uns hier den nächsten Gegner mal eben packen. Beziehungsweise hoffentlich packen. Wir müssen natürlich mal eben schauen, ob wir den besiegen können. Das weiß man ja vorher nie so genau. Auch wenn man natürlich einer der besten Spieler der Welt ist, kann man niemals wissen, ob man jeden Gegner besiegt. Nein, wir gucken mal. Wir gucken einfach mal und warten, was jetzt passiert. Kampfholz gegen die beiden Musketiere und Megalakai gleicht sich schon mal aus. Da könnten wir jetzt mal... Ah, der läuft leider nicht. Ich hätte jetzt gerne die Barbaren so auf den... Ja, es geht doch klar, dass sie sich ein bisschen splitten. Funktioniert ganz schön. Laufen die da hoch. Können wir natürlich jetzt so viel nicht mit anfangen. Wir könnten mal den Schweinereiter und die Prinzessin hinterherjagen. Während der Eismagier sich mit dem Barbar da rumplagt, ist das vielleicht ganz praktisch. Hier nehmen wir jetzt die Lakaien für den Riesen. Ich hoffe, dass das halbwegs funktioniert. Und unser Schweinereiter macht da oben schon mal eine ordentliche Randale. Das war schon mal nicht verkehrt. Mal gucken, was der Riese macht. Nicht so viel. Das passt doch ganz gut, würde ich mal sagen. So, ich muss mein Mikro einen Ticken leiser drehen. Ja. So, meine Freunde, wie geht's weiter? Er schreibt schon nicht schlecht, ja? Das weiß ich wohl. Nein, klar. Kleiner Spaß am Rande. So, wir machen mal Folgendes. Und falls jetzt irgendwas kommt, hier Skelett-Armee-mäßig, ne, kommt aber nicht, dann können wir das mal so laufen lassen. Oh, den hat's aber jetzt ziemlich schnell zerrissen, den Schweinerider. Müssen wir jetzt gucken, dass wir da auf jeden Fall mal ein bisschen gegensteuern jetzt hier. Zack, zack. Damit da nicht so viel noch passiert am Turm. Noch sind wir vorne, nicht mehr vorne. Scheiße. Wir sind nicht mehr vorne. Das Problem ist, wir konnten noch nicht so richtig was durchbringen. Egal wie oder was, wir müssen jetzt mal probieren. Na komm, Arsch lecken. Schade, dass der Musketier wieder da unten hingeschossen hat. Ups, schreibt daher. Dann schreib du mal ups. Ja, wir kommen noch nicht so richtig zu ran hier. Dieser behinderte Eismagier wieder, ne? Der macht mir alles kaputt. So, jetzt aber. Jetzt kommen wir doch mal da oben durch mit den Truppen. Jetzt haben wir ne. Aber sein Kampfholz, sein usseliges Kampfholz hat natürlich jetzt auch meinen Turm kaputt gemacht. Das ist natürlich jetzt super, aber jetzt kriegen wir ne, glaube ich. Jetzt müssten wir ne haben. Feuerball. Aber wir sind auf jeden Fall dadurch jetzt definitiv vorne. Mal gucken, was er so zu sagen hat dazu. So, jetzt hat er den Riesen gesetzt. Das heißt, jetzt ist er ein bisschen hinter in der Hinterhand. Den Megalakai lenken wir schön ab. Und jetzt sind wir durch, glaube ich. Jetzt müssten wir durch sein, Freunde. Na, Feuerball nochmal. Na, wieder nicht durch. Wieder nicht. Es reicht noch nicht. Es reicht noch nicht. Mai, oh Mai, oh Mai. Feuerball ist aber jetzt weg. Das heißt, wir können die drei Musketiere setzen. Da kommt auch der nächste Megalakai. Den kriegen wir aber auch noch. Kampfholz kommt. Können wir die Barbaren noch setzen. Die ist, wenn das Kampfholz weg ist, passt das ganz gut. Wir sind noch vorne. Wenn der Eismagier down ist, kommt... Na, der Feuerball, natürlich. Aber der Schweinereiter kommt nochmal wieder durch. Ein Schlag hat es gegeben. Mit Megalakai ablenken. Prinzessin nochmal schießen. Der reicht auch nicht. Ach, Freunde, das kann doch nicht sein. Wir sind auf jeden Fall mega weit vorne, aber es reicht nicht. Komm, zwei Schüsse, Jungs. Jawohl. Pfeile. Und Knall. Ja. Halleluja, das war knapp. Das war knapp. Darauf müssen wir ein Schlückchen trinken. Eine Sekunde. So. Alles klar. Das heißt, wir haben die beiden Kronen. Das heißt, wir haben die beiden Kronen und machen mal jetzt langsam drauf los. Hier wird eh nicht so spannend sein. Gut. Ach, guck mal, jetzt steht sogar auch schön nochmal unten drin, was man bekommen hat. Das ist nicht schlecht. Das ist echt schön. Dann kann man das durchklicken und sieht es dann nochmal.
93 Gold, ein Ofen und 11 Königsriesen. Ist schön. Womit sollen wir weitermachen? Wir nehmen die. Ah, jetzt habe ich es zu früh weggedrückt. Aber bei den Silbertruhen auch nicht so dramatisch. 82 Gold, ja, Bombenturm, 11 Lakaien. Nehmen wir auch jetzt die Kronentruhe. 600 Gold, 4 Juwelen, 8 Königsriesen, 16 Elite-Barbaren und 44 Lakaien. 8 Öfen noch zum Schluss. Guck mal, schön nochmal unten die Übersicht. Das gefällt mir ganz gut. Das finde ich schön, dass das so gemacht wurde. Das finde ich mal eine gute Lösung. Von den Balance-Changes habe ich noch nicht so viel mitbekommen, ehrlich gesagt. Ich bin auch kurz, also wenn ich nur ein Spiel gewinne, müsste ich eigentlich... Ach, jetzt bin ich bei dem gelandet. Da wollte ich doch gar nicht hin. Da wollte ich doch hin. 3520, nee, 832 Pokale brauche ich noch. Dann bin ich wieder beim Rekord. Mal schauen, ob das was wird. Erstmal machen wir jetzt die Truhe noch auf. Komm. Katsching. Und jetzt die Riesentruhe, meine Freunde. My friends, die Riesentruhe kommt. 2000 Gold. Der Klonzauber, da ist er, freigeschaltet. Sehr cool. Können wir gleich mal, ich weiß nicht, ob wir den mal testen können sollen, täten, weiß ich nicht. 31 Elixiersammler und 272 Elite-Barbaren. Jawohl. Das heißt, wir haben auf jeden Fall den Klonzauber. Wofür nehme ich ihn zum Testen? Wofür nehme ich ihn? Wofür nehme ich ihn? Ich nehme ihn. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wofür ich ihn nehmen soll. Ich weiß es wirklich nicht, weil jetzt kann ich gerade nicht wirklich viel ersetzen. Ich könnte natürlich einen zweiten Schweinereiter basteln, wenn ich den mal hierfür nehme. Das probieren wir. Komm, wir testen es. Wenn es in die Hose geht, ist es egal. Wenn es ins Höschen geht, ist es egal. Aber vielleicht wird es ja was. Schön mal einen Eisgeist, schon mal einen Kollegen da schon mal abgelenkt. Jetzt haben wir natürlich den Klonzauber noch nicht. Na toll. Okay, so, jetzt. Ah, jetzt habe ich nicht genug. Oder wie schnell klont er die? Ah, nochmal zwei Barbaren dabei gemacht. Das war nicht schlecht, aber die sind natürlich sofort down. weil die ja nur irgendwie so ein paar HP haben. Er fand es aber ganz lustig, er hat gelacht. Ich wollte es halt testen. Ich hätte ihn ein bisschen eher... Nein, Prinzessin, das machst du jetzt nicht, ne? Ja, ich ich würde gerne mal so einen zweiten Schweinereiter, wäre auch geil, ne? Ja, wir warten mal ab, was passiert. Es passiert nichts, okay. Er wartet auch scheinbar. guck mal, der Eisgeist kommt sogar noch an. Hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Nein, jetzt ist der Schweinereiter am Klonzauber vorbeigelaufen, oder was? Das ist jetzt nicht sein Ernst. Ich dachte, der wäre noch drin. Hoppala. Das ist wohl nicht richtig. Das hat wohl nicht so richtig funktioniert. Aber naja, ist nicht so schlimm. Ist ja nicht so schlimm. Zack. Wir sind immer noch vorne. Ist natürlich jetzt ein Nachteil, dass mir die drei Musketiere fehlen, ne? Aber gut. Was tut man nicht alles zu Testzwecken? 9 brauchen wir. Also müssen wir die ein bisschen weiter hinten hinsetzen. Ich will es einmal schaffen, den ganzen Haufen zu klonen. So. So, die Barbaren. Jetzt den Schweinereiter. Und jetzt den Zauber. Aber die sind natürlich so trotzdem sauschnell down, als wären das nur die normalen Karten, ne? Also... Das hat jetzt mal quasi gar nichts gebracht, irgendwie. Ich weiß nicht. Also, ob das jetzt so der tolle Zauber... Vielleicht nutze ich ihn auch falsch, oder ich... Was weiß ich, wofür man den hätte nutzen... Ich habe mich noch nicht mit beschäftigt, bevor ihr wieder rumhatet. Du nutzt ihn komplett falsch. Ich habe mich noch nicht damit beschäftigt. Da haben wir jetzt mal zwei Schweinereiter durchbekommen, aber der eine ist natürlich auch sofort wieder down. Ah, der ist sofort down, ey. Der stirbt viel zu schnell.
Also das finde ich wirklich ein bisschen... Ja gut, das ist natürlich... Sonst wäre es auch mega OP, das ist schon klar, aber... Wenn er so schnell down ist, ist natürlich schon eine Nummer. Dann, also... Ich weiß nicht, ob sich der Zauber dann so richtig lohnt. Jetzt müssten wir ihn aber kriegen, eigentlich, so. Jetzt nochmal, komm. Ein Klonzauber... Nein, trennt er wieder da raus! Ah, zwei Barbaren haben wir noch gekriegt. Ah, gerade! 20 Sekunden. Jetzt lass uns nur nicht noch verlieren hier, dann kacke ich aber einen dicken Haufen hier hin. 250 noch, das muss doch gehen. Komm, Junge. Reichen da nicht Pfeile und Dings? Sepp? Naja, wird nicht reichen. Kriegen wir nicht mehr hin, ne? 50 haben wir Rest. So eine Scheiße. Naja, egal. Wir sind durch für heute. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin. Macht's gut und tschüss.